Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens Windstorm Update. Und in der letzten Folge haben wir, oder in den letzten beiden Folgen, haben wir eigentlich im Wesentlichen zwei Dinge verfolgt. Einmal, wir versuchen pro Folge immer einen Jäger auszubilden, was aus meiner Erfahrung früher auch ein bisschen schneller ging. Also ich vermute, da ist auch ein bisschen was an der Mechanik gedreht worden. Jetzt können wir pro Tag einen, maximal zwei Jäger ausbilden. Gut, ist jetzt nicht so das Drama. Wir müssen halt dranbleiben, damit wir tatsächlich genügend Jäger zur Verfügung haben, wenn wieder sowas passiert wie vor 2, 3, 5 Folgen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Dass eine Herde Mammuts hier durchzieht. Und wir dann nicht genügend Jäger haben. Da hatten wir nur 7 Jäger und das war ein ziemliches Fiasko. Wir haben es mit Mühe und Not am Ende geschafft, die 4 Mammuts zu erlegen. Aber das war kein Ganzstück, würde ich mal sagen. Und ja, also insofern würde ich jetzt, schaue ich gerade, warum hier... das Ding so rot ist. Haben wir hier einen roten Sand eingebaut? Keine Ahnung. Sieht so aus. Ja, also und das zweite, und das sehen wir hier schon, ist unsere Grabung, in Anführungszeichen. Nochmal kurz zur Rekapitulation. Wir sind ja dabei hier eigentlich, das ist der Main Task, also die Hauptaufgabe, ist ja hier unsere Ding zu bauen, unsere Stadtmauer oder unsere Befestigung fürs Dorf. Je nachdem, wie man das jetzt nennen will. Ich denke, demnächst können wir Stadt sagen, weil es ist schon eine kleine Stadt hier. Und dann sind wir hier beim Abgraben vom Gelände, damit wir hier eben werden, auf Ton gestoßen. Und den Ton wollte ich jetzt nicht irgendwo verschwenden oder liegen lassen. Deswegen haben wir den hier abgebaut. Das waren 3 Schichten Ton, wenn ich es richtig gezählt habe, insgesamt. Das heißt, es ist ein ziemliches Loch geworden hier. Da hinten haben wir noch ein bisschen. Und das füllen wir jetzt schon wieder peu à peu hier auf. Und wir werden dann, wir füllen das jetzt auf Niveau 7 mit Sand. Sand haben wir 800 Stück. Und dann die letzte Deckschicht machen wir dann mit Rich Soil, sodass wir auch die Möglichkeit haben, wenn da irgendwo mal was angebaut werden soll, entweder innerhalb oder außerhalb der Mauer, der Palisade, dann können wir das auch auf der Rich Soil ohne große Probleme machen. Gut, und hier sehen wir schon, alles ist jetzt aufgewacht. Es geht also jetzt los. Das ist schon mal ganz gut. Und ich schaue mal ganz kurz hier so ein bisschen nach dem Essen. Das müssen wir ja so ein bisschen ausbalancieren. Da ist also noch, da sind noch 27 Alpaka-Fleisch, die wir braten müssen. Und wir müssen so ein bisschen, hops, jetzt habe ich die gute erwischt, statt den Chicken. Und wir dürfen jetzt hier nicht die Chickens aus den Augen verlieren. Und ich würde sagen, parallel verarbeiten wir jetzt mal die Chickens. Wir haben 7 Chickens und ich glaube, wir kriegen pro Chicken 2 oder 4. Ich glaube 2. 17 Chickens. Wir kriegen 2 Stück Fleisch, eine Keule und ein Brustfilet, wenn ich das richtig interpretiere. 17 Chickens. Das heißt, wir kriegen jetzt hier 34 Stück Fleisch, 17 Schenkel, Hähnchenschenkel und 17 Brustfilet. Gut, damit sind die Chickens verarbeitet. Das Fleisch wird dann noch ein bisschen haltbar sein. Das verdirbt ja auch nicht gleich, Stantipede. Insofern können wir das dann noch ein bisschen lagern und dann würde ich es auch braten. Und da haben wir noch Alpakas und in a few years, also da ist noch keine Not. Und wir
erinnern uns, wir müssen uns erinnern, wir haben eine Jägerin oder einen Jäger engagiert und denen müssen wir jetzt eine Aufgabe geben. Das heißt, und ich priorisiere das jetzt gleich mal hoch, das vergesse ich immer, das geht ja jetzt seit dem Windstorm-Update, können wir das ja schön hoch priorisieren. Also falls der Sapiens gerade was anderes noch macht, sollte er jetzt die Jagd vorziehen. Und wir schauen mal kurz, ob das tatsächlich auch passiert. Und falls nicht, stellen wir ihn manuell frei. Nein, da ist er schon. Oder sie. Schauen wir mal ganz kurz. Ist eine sie? Ja, ist eine sie. Und die holt sich noch mal einen Speer, weil der näher ist hier. Und wir schauen mal kurz. Also im Laufen, ich habe es noch nie geschafft, im Laufen die richtig zu treffen. Das ist logical. So, storing stone spear. Okay. Das heißt, jetzt geht sie wieder auf Jagd. Okay, sie ist nicht die schnellste. Aber ich denke mir nicht, mit sechs Würfen wird sie es auch schaffen. Wir lassen sie mal. Und schauen hier ein bisschen, wie es hier weitergeht. Was ist hier das Problem? Need Sand. Okay, ich dachte, wir haben jede Menge Sand. Habe ich mich da verschaut? Sand. RST. Sand 0. Da habe ich mich verschaut mit 800 Stück. Das war mir eh ein bisschen seltsam vorgekommen. Aber gut, okay. Das müssen wir schauen. Das heißt, wir müssen das mal stoppen hier. Weil das macht jetzt keinen Sinn mehr. Set Fill Type. Und da können wir jetzt stattdessen mit Soil arbeiten. Und ja, ich würde es trotzdem mal stoppen und neu aufbauen. Select und dann stoppen wir das alles. Ich glaube, so können wir es im Pauschal machen. Jawohl, da hinten haben wir auch noch drei. Die können wir auch noch pauschal stoppen. Stopp. Okay. So, raus. Dann haben wir hier noch Ton. Den bauen wir natürlich noch ab. Das machen wir als erstes, damit das und der Vorteil jetzt seit dem Windstorm-Update mit dem Düngen ist, wir können aus Pure Soil und aus Soil letztendlich Rich Soil machen. Das heißt, eigentlich müssen wir hier jetzt nicht, wir können mal jetzt schauen, wie viel Soil wir haben. RS Soil, da ist wieder 802. Vielleicht habe ich das gesehen statt dem Sand. Und wie viel Rich Soil haben wir? Schauen wir mal kurz. Rich Soil, RI, Rotten. Wo ist die Rich Soil? Sehe ich gar nicht hier. Ah, der zählt nämlich die Soil insgesamt. Der sagt mir da nicht, wie viel Rich und wie viel Normale wir haben. Ah, okay, 21. Das ist ein bisschen blöd. 21 und wir haben da haben wir 31, also 50. Und daneben haben wir ein bisschen mehr. Also da haben wir deutlich mehr Säulen, wenn ich jetzt mal 180, das heißt 100, da haben wir 170 jetzt grob über den Daumen gepeilt. Und da hinten haben wir 44. Ja, also 200. Das ist schon, das reicht schon, um hier zu füllen, um hier aufzufüllen. Also wir schalten hier mal um auf Säulen. Und das graben wir noch ab hier. Das lassen wir.
Und hier sagen wir, wir wollen jetzt nur mit Soil füllen. Okay, also einmal hier und wir schauen mal kurz hier. Da ist 7 Meter, da ist 7 Meter, das ist alles 7 Meter. Da ist noch 6. Da haben wir 6. Ich wusste es doch, da haben wir noch einige drin gehabt, die waren niedriger. Ne? 7 Meter, da ist noch ein 6 Meter. Ist jetzt ein bisschen schwer zu sehen. 7 Meter. Das da müssen wir natürlich insgesamt noch auffüllen. Da haben wir noch weit unter. Da müssen wir noch. Also wir müssen am Ende mit allem, mit auf der gesamten Fläche auf 7 Meter sein. 5 Meter, da müssen wir also auch noch ein bisschen zulegen. Dann haben wir hier 6 Meter. Da haben wir überall 7 Meter. Da ist schon 7 Meter. Also wir können es eh sehen. Wenn man so ein bisschen hinschaut, so schräg, dann sieht man, das ist schon auf 8 Meter. Das ist 7 Meter. Okay, also hier haben wir überall schon die 7 Meter erreicht und hier müssen wir noch kräftig auffüllen. Das waren die letzten Tonbereiche, die wir noch abgegraben haben. Da sind wir auf 4 Meter. Das ist schon okay. Das füllen wir alles auf hier. Damit wir, also wenn wir unseren Steinbruch nicht hätten, dann könnten wir natürlich auch irgendwo hier jetzt anfangen zu buddeln. Dann sehen wir schon, dann kommen noch 2, 3 Schichten aller spätestens auf entweder Rock oder Limestone oder also auf irgendwelche Steine. Und dann könnten wir hier auch einen Steinbruch machen. Wenn man irgendwo draußen am Ufer irgendwo ist, am Meer oder am See unten und so weiter, das ist 6 Meter, das können wir auch noch auffüllen. Und das ist noch 6 Meter. Und da haben wir auch noch 6 Meter. Dann sind wir schon nahe, da muss man ein bisschen aufpassen, dann sind wir schon nahe am Wasser, von der Höhe her. Also da sind wir schon 1 Meter oder 2 Meter maximal über dem Wasserspiegel. Und das heißt, wenn man da beginnt zu graben, dann ist man ganz schnell stößt man ganz schnell auf Wasser. Und beim Wasser ist es dann zu Ende. Also man kann dann noch im Wasser selber graben. Das ist möglich. Man kann dann noch ein bisschen tiefer graben, aber ist dann sozusagen schon unter Wasser. Und da ist das schon die 7. Ja, hier ist schon 7. Okay, hier ist auch 7. Aber wie ich schon, glaube ich, in der letzten erwähnt habe, dann ist irgendwann ziemlich schnell Schluss, also tiefer als 2, 3 Meter unter Wasser können die Sapiens nicht gehen, tiefer können die nicht tauchen, also dann ist vorbei. So, da ist 7 Meter, da ist jetzt schon 8 Meter. Also das können wir noch auffüllen und dann kriegen wir hier so einen leichten Hang, aber das ist okay. So. Jetzt sind die hier schon fleißig, alle 7 Meter, 5 Meter. Hier müssen wir noch ein bisschen am Ball bleiben. Da braucht man noch 2, bis wir tatsächlich auf die 7 Meter kommen. So, und dann ist natürlich Schluss. Also tiefer kann man das. Also da einen Steinbruch anzulegen am Ufer, darauf will ich hinaus, macht wenig Sinn, weil man noch 1, 2 Schichten, also man kann dann ein bisschen Sand abgraben und ein bisschen Erde. Und das war's dann. Ne? Also dann ist man schon am Ende. Tiefer kommt man da nicht rein. Und das macht also da wenig Sinn. Wenn man einen Steinbruch anlegen will, wenn man also noch Steine, wenn man Steine will, dann muss man tatsächlich sich irgendwo einen Hügel suchen oder einen nahegelegenen Berg, wo man ein bisschen tiefer gehen kann. Also wo man, da sind wir schon bei 7, okay. Hier ist auch überall schon 7. Gut, also das geht jetzt eh schon schnell voran. Man sieht also, das Loch ist schon ziemlich schnell zu. Da ist schon 7, da wird es gerade noch 7. Oder? Ne, da sind wir noch auf 6. Da machen wir gleich nochmal. Aber das war hier auch schon das Letzte. Hier haben wir noch einen. Genau. Und dann füllen wir jetzt den ganzen Rest hier, den füllen wir jetzt mit Rich Soil auf. Das heißt, wir schalten hier nochmal um. Nee. Das war ich jetzt ein bisschen zu schnell. Wir müssen hier auf die Einstellungen und dann statt Soil
sagen, wir nehmen nur Rich Soil. Bitte hier nur mit Rich Soil auffüllen. Sonst mischt er. Das wäre jetzt auch kein Drama, wenn da zwischendrin ein paar Patches mit Soil sind, dann müssten wir die eben düngen und aufwerten manuell, was ja eben ganz gut geht. Also früher war es so, dass man irgendwo tatsächlich Rich Soil abgraben musste und dann dort, wo man es haben wollte, wenn man also einen Garten anlegen wollte und man wollte dort unbedingt Rich Soil haben, dann musste man eben irgendwo Rich Soil finden in der Nähe, die in Reichweite war, und tatsächlich die abgraben und dann dort wieder platzieren, wo man sie haben wollte. Mittlerweile kann man das ein bisschen eleganter lösen. Man kann sagen, ich dünge das einfach. Also ich mache das einfach mit Soil oder eventuell sogar mit Pursoil und ich dünge einfach dann entsprechend. Setzt natürlich voraus, dass man Dünger hat, aber das ist jetzt auch nicht so schwierig. Man baut den Komposter und kompostiert eben einiges, was rumliegt. Oder die Sälbchen suchen das sogar selber, ohne dass man viel tun muss, und kompostieren das. Und dann kann man eben die Erde dort aufwerten. Na, dann, hier sind wir schon auf 8. Hier sind wir schon auf 8. Das habe ich übersehen. Da sind wir auch schon auf 8. Hops. Das heißt, das brauchen wir gar nicht mehr. Hier sind wir auch schon auf 8. Das brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt habe ich mit lauter Reden, habe ich nicht aufgepasst. Hier sind wir bei 7, ja. Also da müssen wir ein bisschen jetzt aufpassen, dass wir hier nicht über die 8 gehen, sonst sind wir wieder zu hoch. Hier braucht man noch 7. Das ist 7. Das ist 7. Das passt schon. Und hier sind wir schon auf 8, da sind wir noch auf 7, okay. Das heißt, wir haben hier jetzt Sand tatsächlich an manchen Stellen, da habe ich jetzt nicht aufgepasst, und mit Sand schon zu viel aufgefüllt, ne? 7 Meter. Und jetzt haben wir hier nochmal eine Schicht, aber die wird jetzt tatsächlich auch mit Rich Soil. Ich bin jetzt zu faul, um umzuschalten. Ich mache jetzt alles hier mit Rich Soil. Da haben wir 6 Meter und... Da ist nochmal auffüllen. Ja. 6 Meter. 6 Meter. Da haben wir auch noch 6 Meter. Also, genau. Gut, also da könnte man es einfach aufwerten. Man geht also einfach hin und sagt, okay, ich habe hier Pursoil und ich möchte aber Rich Soil haben. Dann dünge ich da eben und kann aus dieser Pursoil Soil machen und aus der Soil dann letztendlich Rich Soil. Das ist also jetzt aus meiner Sicht einfacher geworden als vorher. Vor allem, wenn man in einer Gegend, das war jetzt so ein bisschen auch in den Kommentaren, die Lady Hawk hat ja geschrieben, dass sie verschiedene Biome ausprobiert, und wenn man dann eben in einem Biom ist, vor allem nicht hier in den äquatorialen Breiten, sondern eher im Norden oder dann vielleicht, wo es wirklich karg wird, Richtung Wüste oder sowas, dann kann es einem schnell passieren, dass man eben gar keine Rich Soil findet oder nur ganz, ganz selten. Das heißt, man muss wirklich lange suchen, bis man also Rich Soil findet. Und das war ein echtes Problem, dass das weit weg möglicherweise war. Man musste das dann mühsam abgraben, und um dann eben Rich Soil zu bekommen, um sie dann in der Nähe des Dorfes im Garten eben zu platzieren, um dann da anbauen zu können. Ne? Und jetzt ist es deutlich einfacher. Ich bin nicht ganz sicher, ob man Sand auch aufwerten kann. Das müssten wir tatsächlich mal probieren. Das können wir jetzt hier. Wir haben ja hier Sand. Auf 8 Meter, das heißt, wir füllen da ja nicht mehr weiter auf. Da haben wir jetzt zum Beispiel schon 8. Und den Sand kann ich tatsächlich düngen. Und wenn ich den dünge, hier ist 8 Meter und Sand, wir düngen den einfach mal. Und dann sollte da Soil draus werden. Bin ich hier auf 7 oder auf 8? Auf 8. Genau, dann sollte hier Soil draus werden. Und dann habe ich, oder Pursoil erst wahrscheinlich,
Und dann habe ich, und hier haben wir Säulen auf 8 Meter, die düngen wir auch. Den Ton kann ich wahrscheinlich nicht düngen. Nein, Ton kann ich nicht düngen. Das heißt, beim Ton funktioniert dieses Spiel nicht. Dann kann ich hier nochmal mit Ritzschall auffüllen. Okay, so, und damit kann ich natürlich den Boden nachträglich aufwerten und sagen, ich mache aus Sand. Ich bin also irgendwo am Meer oder sonst wo oder in einer wüstenähnlichen Gegend, wo sehr wenig ist. Allerdings ist da wahrscheinlich auch das Problem, an Dünger zu kommen. Also da war eh die Frage oder der Hinweis war so ein bisschen, oh, wenn ich in einer Gegend bin, wo es kein Holz gibt, wo es keine Bäume gibt, wo es nichts gibt, was ist da, ne? Und ich habe auch mal etliche solcher Szenarien durchgespielt und ja, es ist tatsächlich so, man hat dann tatsächlich verloren. Also ist ein bisschen frustrierend, war meine Erfahrung, dass man eben da beginnt und dann dachte ich mir, ja, irgendwie ist es vielleicht doch möglich und habe dann gesucht, aber es ist so tatsächlich, die Sapiens, wie ich schon letzte Folge, glaube ich, ziemlich breit und lang erklärt habe, die Sapiens halten so ein bis maximal oder zwei Tage durch und am dritten Tag wird's krass, wenn die nichts zu essen haben. Also wenn die Hunger kriegen und wenn die nichts zu essen haben, dann ist nach 3 Tagen Schicht im Schacht. Das ist meine Erfahrung. Und ja, jetzt ist natürlich so, wenn es da nichts gibt, weit und breit, in der Wüste, da liegen vielleicht noch ein paar tote Tiere rum. Was weiß ich, da liegt ein Chicken rum, ein totes, oder ein Alpaka. Trotzdem, ich kann das ja noch nicht mal verarbeiten. Ich kann mir kein Messer machen. Ich kann mir Messer machen. Ich kann, wenn ich einen Stein finde, und das finde ich dort auch noch, dann könnte ich mir noch einen Arbeitsbereich machen, wenn ich einen großen Rock finde, also keinen Soft Rock, sondern tatsächlich, und hier wird jetzt tatsächlich Soil draus, ne? Und jetzt düngen wir hier weiter, dann wird Rich Soil draus. Also dann kann ich an der Stelle noch mir behelfen und kann sagen, ich mache eine Arbeitsstation mit einem großen Stein. Ich mache aus dem großen Stein kleine Steine oder die liegen vielleicht sogar rum. Kann mir dann ein Stone Knife machen und kann mit dem Stone Knife tatsächlich dann ein totes Tier, das da rumliegt, zerlegen. Aber dann habe ich schon das Problem, ich kann kein Feuer machen. Ich kann ohne Holz kein Feuer machen. Und ohne Feuer kann ich das Fleisch nicht braten und ohne gebratenes Fleisch, also ohne Braten, kann ich das Fleisch nicht essen. Roh können die das nicht essen. Jedenfalls habe ich das bisher nicht mitgekriegt, dass das möglich ist. Also insofern ist man dann tatsächlich am Ende. Also selbst dann, wenn ich nicht irgendwo einen Strauch finde, von dem ich Beeren ernten kann, und wenn, hilft mir das nicht mehr, und ich finde 3, 4, 5 Sträucher und ich habe vielleicht eine Gruppe von 3, 4 Leuten, dann hilft mir das für ein paar Tage, weil ich kann die Sträucher leer essen. Bei einer kleinen Gruppe und entsprechend der Anzahl von Sträuchern kann das schon eine Zeit noch mich über Wasser halten, aber irgendwann sind die Sträucher leer gegessen und in aller Regel auf dieser Pure Soil, die dann da in der Ecke üblicherweise ist, ob es nicht auffüllen, nicht auffüllen, sondern düngen. Da ist ja dann auch der Untergrund in der Regel sehr unfruchtbar. Das heißt, die Früchte von diesen Sträuchern, die brauchen entsprechend lang, danach zu wachsen. Und wahrscheinlich kriegen meine Leutchen aber vorher wieder Hunger. Das heißt, meine Erfahrung, wenn überhaupt, was mir eben auch gar nicht vorgekommen ist, dass, sondern ich laufe jetzt mal hier wirklich ebenerdig durch, weil dann kann man immer schön sehen, wo noch was fehlt. Hier füllen wir eh auf, das passt, hier füllen wir auch auf, dann hat man da einfach verloren. Und das Entscheidende ist in meiner Meinung nach, ist tatsächlich Holz. Wenn ich kein Holz finde, wenn ich keine
keine Bäume finde, die ich in irgendeiner Weise Bambus oder irgendwas oder wenigstens ein irgendwelche Sträucher wie Elderberries, die, aus denen man Äste gewinnen kann, um ein Feuer zu machen, dann habe ich da verloren. Dann kriegt man das nicht gebacken. Die Sapiens verhungern oder wandern ab. Oder also das geht dann relativ schnell. Innerhalb von 2, 3, 4 Tagen ist die Sache dann durch. Und ich habe solche Szenarien schon angespielt. Das geht immer in der Wüste, also in Wüstengebieten ist das eine. Da findet man vielleicht noch Steine, aber man findet kein Essen mehr. Keine Sträucher, keine Bäume, keine sonstige Dinge. Also da ist es dann vorbei. Und dasselbe gilt auch am anderen Ende in arktischen Gefilden, in Anführungszeichen, wo es eben nur Eis und Schnee gibt. Auch keine Bäume mehr. Also wenn ich kein Holz kriegen kann, dann habe ich verloren. Ich kann kein Feuer machen. Wenn dann noch Tiere rumlaufen, was in der Wüste und in solchen Gebieten auch möglicherweise eher nicht mehr der Fall ist, dann kann ich die dann auch nicht bejagen. Und jagen kann ich noch. Ich kann noch Chicken jagen mit Steinen. Aber ich kann zum Beispiel keine Alpakas oder Mammuts mehr jagen, weil dazu brauche ich Speere. Und um Speere bauen zu können, brauche ich Äste. Und wenn ich kein Holz habe, dann habe ich auch keine Äste. Also, ja, so einfach. Also das ist meine Erfahrung mit den mit dem Spiel. Und es ist tatsächlich so, dass es Szenarien gibt, wo man eigentlich nur scheitern kann, wo man nicht gewinnen kann. Also das ist auch sozusagen, obwohl dort auch Stämme angezeigt werden. Also in den Gebieten gibt es Stämme, und man kann die auch übernehmen. Aber wie gesagt, man kann dort nicht überleben. Und die einzige Chance wäre noch, aus meiner Sicht, abzuwandern in ein Gebiet. Das heißt, wenn ich da einen Stamm übernehme, zu sagen, okay, ich wandere ab in ein Gebiet, das nahe genug liegt. Weil wie gesagt, die Sapiens können am Tag eine bestimmte Strecke laufen. Und vor allem, wenn die am zweiten Tag Hunger kriegen, und spätestens dann haben sie Hunger, dann werden die langsam. Das heißt, die Strecke, die die noch laufen können, die verkürzt sich auf die Hälfte oder ein Drittel oder irgendwie so. Das muss man also auch noch ein bisschen berücksichtigen. Dann können die laufen, und wenn man das schafft, wenn da ein Gebiet in der Nähe ist, das... Ich grabe hier noch mal kurz ein bisschen ab, um die Kante ein bisschen zu nehmen. Um die Kante da ein bisschen abzuflachen. Dann geht es. Also ich habe ein Szenario, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, habe ich gespielt. Da ist es mir tatsächlich gelungen, dann einen Flusslauf zu erreichen. Es wird schon Nacht, deswegen. Einen Flusslauf zu erreichen. Und dann war es so, da konnte ich tatsächlich dann ein paar Sträucher finden. Mit Mühe und Not. Also ich glaube, da waren schon ein paar Sapiens abgewandert. Und aber mit dem Rest konnte ich dann ein paar Sträucher finden, damit die mir nicht verhungert sind. Und dann habe ich dort mühsamst angefangen, den Stamm zu peppeln und irgendwie Nahrung zu erschließen. Über die Sträucher, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Und dann waren irgendwo ein Stückchen weiter, waren nur Bananen, die ich dann geholt habe. Also das war aber auch jeweils ein Tagesmarsch, so ungefähr, dahin zu kommen. Und dann habe ich eben versucht, die Sträucher und die Obstsachen zu vermehren, also anzubauen. Und es war immer, also ich war die ersten Tage da wirklich auf Messerschneide immer sozusagen, wächst es schnell genug nach. Wie gesagt, weil der Untergrund war dann dort auch nicht sehr fruchtbar. Das heißt also, die Sträucher und die Bäume, bis die wieder neue Früchte getragen haben, hat es entsprechend lange gedauert. Und wenn dann die Anzahl der Früchte einfach nicht ausreicht, um den Stamm so lange über Wasser zu halten, dann funktioniert das auch nicht. Ne?
Naja, also das ist ein hartes Brot. Also wenn man wirklich die Herausforderung sucht, dann nimmt man sich so einen Stamm, der irgendwo so ein bisschen im Innern einer Wüste liegt. Vielleicht spiele ich mal so ein Szenario spaßeshalber an. Hat schon was, ist halt wirklich ein harter Überlebenskampf dann. Also da geht es nicht so um, wie können wir aufbauen und solche Sachen. Und wie kriege ich das so logistisch hin und solche Sachen, sondern das ist wirklich der tägliche Überlebenskampf, bis man dann mal die Nahrungsgrundlagen so weit gesichert hat, eben über Sträucher, die man vermehrt hat, über Früchte, Bananen, Orangen, was auch immer dort wächst, dass man die so weit ernähren kon vermehren konnte, dass die selbst auf kargem Boden noch recht genügend. Da haben wir jetzt noch einen anderen Stamm. Schauen wir mal, ob das noch funktioniert. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Und wir priorisieren das, weil es ist schon fast Schlafenszeit. Ist da noch jemand anderer? Das ist schwer zu sagen, ne? Jetzt beim Dunkeln. Nee, ich denke nicht. Aber wir schauen mal, vielleicht haben wir Glück und da sind noch genügend hier wach. Dass wir hier noch einen Diplomaten oder Diplomatin. Ja, da kommt schon jemand. Okay. Also, das ist eine echte Herausforderung. Dass man da, also wenn man dann mal so weit ist, dass man sagen kann, ich habe genügend Obst und Früchte und so weiter, um sozusagen den Bestand sichern zu können. Dann ist man über dem Berg. Wobei es dann immer noch so ist, dass. Okay, die war alleine. Und wir schauen gleich mal, ob sie vielleicht infiziert ist. Nein, ist sie nicht. Das ist super, weil dann müssen wir uns nicht mit einer Virusinfektion noch rumschlagen. Aber auch dann ist es noch hart, weil wie gesagt, oder war es war mindestens an der Stelle hart, weil. Dann hat man eben das nächste Problem, dass dort entweder nur Sand ist oder nur Pursäul und alles, was man anbaut, ewig braucht, um zu wachsen. Und das Problem hat man dann zum Beispiel, wir haben es ja hier gesehen, eingangs, wenn ich zum Beispiel Medizin mache und die brauche ich früher oder später immer. Und ich finde tatsächlich, was auch nicht so einfach ist, dann in so einem Szenario diese Pflanzen zu finden, weil die auch nicht so häufig wachsen. Also alle Blumen und Kräuter zu finden, die man braucht, auch das ist schwieriger. Und ich pflanze die mir in einen Garten an, dann brauchen die auf Pursäul oder auf Säul, wenn ich Glück habe, auch 2, 3 Mal so lange wie normalerweise. Das heißt, bis ich da mir ein entsprechendes Gärtchen angelegt habe und die Pflanzen entsprechend vermehrt habe, in Größenordnungen, mit denen ich tatsächlich dann Medizin produzieren kann, das dauert. Das dauert. Also das ist der nächste Faktor. Also wer die Herausforderung liebt und relativ frustresistent ist, muss man wirklich dazu sagen. Also das ist so, da muss man schon eine gewisse Frustresistenz mitbringen. Der kann auch mal so ein Szenario versuchen. Also mitten in der Wüste würde ich nicht empfehlen, weil aus meiner Sicht ist das hoffnungslos. Also da gibt es kein Entkommen, in Anführungszeichen. Aber wenn man irgendwo was nimmt, was so in ein, zwei Tagesmärschen, würde ich jetzt mal sagen, irgendwas in der Nähe hat, was Nahrung oder und so, hauptsächlich Nahrung und ein bisschen Holz in irgendeiner Form, dann würde ich sagen, ja, kann man das schaffen. Dann kann man das schaffen. Also so. Ja, wieder meine lange Ausführung zu spielphilosophischen Fragen. Und jetzt haben wir hier unser Ding planiert. Das ist schon mal ganz super. Das heißt, in der nächsten Folge können wir tatsächlich hier wieder unsere Mauer weiterbauen. Und ich würde sagen, das machen wir. Wir ziehen das noch rüber, dann machen wir hier eine schöne Ecke. Und dann gehen wir in die Richtung hier weiter, hinter den Schuppen vorbei. Da lassen wir genügend Platz und hier geht ja schon eine der Straßen durch. Das ist so ein bisschen dieser Weg hier und den würde ich so ein bisschen hier nach links noch verbreitern,
zwischen den Hütten durch und hier raus. Und hier würde ich dann tatsächlich das Tor wieder, nochmal eines der Steintore platzieren. Genau, und gegenüber hier draußen, da müssen wir mal schauen, wo wir da rausgehen, ob wir da hier rausgehen oder hier raus. Ich würde eher sagen hier, da so raus. Und dann hier draußen ebenfalls in einem gewissen Abstand, vielleicht hinter dem Bambus, dann auch hier die Mauer ziehen. Weil dann haben wir hier nochmal ein bisschen Platz innerhalb der Befestigung, den wir nutzen können. Und hier drüben haben wir auch nochmal Platz, einigen Platz, den wir nutzen können. Können wir entweder den Garten vergrößern oder nochmal Gebäude bauen, Wirtschaftsgebäude, andere Sachen. Ja, müssen wir mal schauen. Also, aber langsam nimmt das Ganze Gestalt an. Jo, soweit also heute hauptsächlich die letzten Folgen wieder ein bisschen erzähllastig, aber ich hoffe, es ist auch trotzdem interessant für euch, auch so ein bisschen die Hintergründe und die Hürden ein bisschen zu kennen, die es so gibt. Und ja, ich würde sagen, wer gerne Aufbauspiel mag, also so diese Aufbaugeschichte, wo es hauptsächlich darum geht, so die Logistik in den Griff zu kriegen und das Ganze zu organisieren und so weiter, ansonsten nicht jeden Tag ums Überleben kämpfen möchte, der ist gut beraten in so einer gemäßigten Zone, also ich würde sagen so mitteleuropäische Klimazone oder eben im Süden äquatorial, also tropische Geschichten. Der Bewuchs ist dann jeweils anders, also tropisch ist dann eher so Orangen und Bananen, solche Sachen, Kokosnüsse. Und weiter nördlich oder an den Wendekreisen, ist es dann so, dass man dann eher auf Äpfel und andere Früchte trifft, die in den Breiten eher wachsen. Also das ist ganz schön gemacht. Auch bei den Bäumen ist es so, die Pine Trees kommen überall vor. Das ist tatsächlich so eine Sache, die ein bisschen diese Logik durchbricht. Also man hat hier keine Dschungelbäume, sondern das ist tatsächlich überall. In den tropischen oder in den tieferen Breiten kommt Bambus noch vor. Weiter nördlich dann sind es, glaube ich, Birken und andere Hölzer, die dann noch mit reinkommen. Also Willow Trees, also Weiden und so weiter. Also das ist durchaus auch ganz, ganz nett gemacht. Gut, also wer das einfache Spiel so im Aufbau sucht und ein ruhiges Spiel haben möchte, das so ein bisschen, mit dem man so ein bisschen Spaß haben kann, der ist eher in diesen Breiten gut aufgehoben. Und wer die Herausforderung sucht und wirklich so einen Überlebenskampf durchziehen möchte, der kann dann eben in Richtung Wüste, das eine, an den Wüstenrändern würde ich jetzt mal sagen, oder eben in den kalten Regionen, in den arktischen Regionen, wo es vielleicht noch minimal irgendwo ein paar Bäume gibt, die man fällen kann. Aber auch da muss man sehr vorsichtig sein, dass man die rechtzeitig vermehrt. Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, im Umkreis von, was weiß ich, wie viel, drei Pine Trees habe und ich die abholze und die Pinecones liegen lasse und nicht wieder pflanze, dass wieder neue Bäume nachwachsen, dann verrotten die Pinecones irgendwann und das war's dann. Da muss ich möglicherweise sehr, sehr weit laufen, um die nächsten Pine Trees zu finden. Also da muss man wirklich dann auf Zack sein und da darf man nichts liegen lassen, dass das dann funktioniert. Gut, genug gequatscht. Ich würde sagen, wie immer, wenn es euch Spaß macht, dann lasst gerne einen Daumen da. Freut mich, hilft dem Kanal. Und wenn ihr nichts verpassen wollt in Zukunft, dann gerne auch ein Abo. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.